Und herzlich willkommen auf meinem Beauty-Kanal. Ich möchte für euch öfter Videos hochstellen, Reviews, Berichte zu Produkten, die ich bereits getestet habe. Fangen wir doch einfach mal an. Hier haben wir die Nivea Glow. Das ist eine ganz, ganz tolle Tagescreme. Entschuldigt für den Hintergrund, aber ich habe entschieden, ein spontanes Video zu machen. Ich finde, Nivea ist generell eine sehr, sehr zuverlässige und tolle Marke für die Gesichtspflege und auch Körperpflege. Aber diese Nivea Glow ist eine sehr, sehr tolle Basis, also eine tolle Make-up-Unterlage. Und durch den integrierten Beauty Primer ist es auch sehr gut, eine Haltbarkeit, also eine längere Haltbarkeit des Make-ups gewährleistet. Moment, ich mache das gerade mal auf. Die Konsistenz ist auch sehr, sehr gut, also sehr cremig. Es riecht auch wundervoll, erfrischend und man braucht einfach nur so einen Finger voll und man verreibt das dann im Gesicht. Ihr seht, es ist sehr, sehr flüssig und auf der Haut sehr, sehr gut verreibbar. Entschuldigung, wenn ich mich jetzt nicht zeige, aber wir sind gerade am Renovieren, deswegen kann ich jetzt nicht Innenkamera anmachen, sonst sieht man die Wand, die noch nicht so ganz fertig ist. So, und hier, also das ist sehr, sehr gut. Das ist auch von der Nivea Glow Reihe Magic Mousse, ein ganz, ganz sanfter und angenehm duftender Reinigungsschaum für das Gesicht. Da ist die Empfehlung, jeden Morgen und jeden Abend das Gesicht damit zu reinigen. Und es spendet halt auch sehr, sehr viel Feuchtigkeit. In dieser Ausgabe sind jetzt 150 Milliliter drin. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr begeistert. Nivea hat ja auch noch andere Gesichtsreinigungsprodukte herausgebracht. Aber dieser Nivea Glow Reinigungsschaum ist sehr, sehr gut. Ich habe mir den jetzt zum zweiten Mal nachgekauft. Und hier haben wir auch, wie eben schon vorgestellt, die Nivea Glow Gesichtspflege. Also ich stehe morgens auf, wasche mein Gesicht mit diesem Magic Mousse Reinigungsschaum. Danach lasse ich erstmal 5 Minuten die Haut regenerieren, creme mich ein mit der Nivea Glow Creme und dann habe ich einfach meine Haut sehr, sehr gut gepflegt und danach fange ich an mit dem Make-up aufzutragen. Die beiden Produkte schützen meine Haut und versorgen meine Haut mit sehr, sehr viel Feuchtigkeit für den ganzen Tag. Ich werde das weiter noch testen und gebe euch dann nochmal ein Feedback, wie meine Haut ist. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben oder Anregungen. Und ich rate euch, das Produkt selbst mal zu testen. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Und das ist ein sehr neuer Account von mir. Ich habe auch schon mal YouTube gemacht, aber jetzt bin ich auch mit meiner Ausbildung fertig. Und habe jetzt auch mehr Zeit. Und ihr könnt ja mal auf meinem Instagram-Profil vorbeischauen. Lea_Buhl. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Like da lässt. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch.